Fängt ja schon mal gut an hier. Ja, aber du bist wieder noch da. Bist du noch im Spiel? Ja, ich bin im Spiel. Ich musste kurz minimieren, um hier Skype wieder zu richten. Du schwebst nämlich gerade bei mir in der Luft, das sieht sehr lustig. Achso, was ich übrigens machen wollte, ich wollte was einklemmen, damit ich die ganze Zeit deine Perspektive sehe, ne? Genau. Eine Sekunde, liebe Zuschauer. Hilfe alt, sofort. Philipp klemmt sich mal eben was ein. Ich klemme mir mal was ein. Tab war das, ne? Ja, genau, perfekt. Jawohl. Jetzt könnt ihr nämlich die Part-An-Perspektive sehen. So sieht die Scheiße aus, die der Gregor ständig baut. Hey. Aus seiner Sicht, nicht nur aus meiner. Wie macht ihr das denn jetzt? Tabulator. Das geht in Endgame Future. Kannst du halt einfach die Sicht von deinem Partner mit einblenden. Ja. Das ist nicht cool. So. Das macht ihr mit Hilfe der Programm. Nee. So, was müssen wir jetzt nochmal machen? Wir müssen jetzt darüber schießen zum Ventilator, ne? Ja, und zwar hast du ja den Umlenker, kannst du damit den Ventilator anhalten. Und dann war das wie nochmal? Ja, gute Frage. Also, das Ding hier auf jeden Fall. Aber einfach rüberschießen, oder nicht? Einfach runterspringen, oder nicht? Ja, ich weiß gerade nicht genau. Doch, aber es kann nur einer. Weil der andere es festhalten muss. Wenn du den Würfel fallen lässt, dann ist der Laser nämlich nicht mehr durchgehen. Ja, spring einfach da runter. Mach du einfach mal das. Ich sehe dich ja aus deiner Perspektive mit Tabulator. Dann machen wir es diesmal einfach umgekehrt. Die anderen, die Zuschauer wissen ja schon, wie es geht, weil wir das ja bei dir schon gesehen haben. Ja, ich werde es aber wahrscheinlich einfach entweder ausblenden oder rausschneiden. Mal gucken. So. Dann jetzt musst du sehen. An die Glasscheibe gehen. So. Genau, da an die Glasscheibe. Jetzt muss ich hier ein Portal hinsetzen. Ne, da. Und hier. Muss ein Laserstrahl durchsetzen. Warte, erstmal weg, dann gehe ich da kurz durch, dann kann ich das besser sehen. Muss ein bisschen weiter. Oh, warte, ich mache es einfach von hier aus. Ne, ich muss ein bisschen runter, ne? Ja. War zu tief. Oh. Und. Ja, warte, was passt. Warte, das passt schon. Warte, das weiter nach. So? Muss noch ganz ein bisschen weiter runter. Oh, es ist so knapp. Ich sehe es ja. Scheiße. Jetzt? Und. Oh, scheiße. Es ist wirklich so ultra knapp. Ich sehe es ja. Kannst du nicht ein bisschen runter bei dir? Nee, das ist ganz am Boden. Dein anderes Portal. Dein zweites. Ich bin im Laser drin gewesen. Muss kurz den Laser ausmachen. Kurz den Laser. Ich bin wieder da. Ich schau kurz. Disconnect. Du hast auch das gleiche. Ich kann auch. Ich hab's. Hat's geklappt? Ja, der Ventilator ist aus. Wer ist denn jetzt schon wieder weg hier? Ich bin da. Oh, das gibt's doch nicht. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Naja, der wird schon gleich wieder im Gespräch drin sein. Ich sehe noch seine Perspektive, das heißt, er ist noch im Game drin. Bist du wieder da? Ja, es tut mir leid. Was ist denn los bei dir? Ich versuche gerade was. Ich stelle mal kurz den Skype-Dings ein bisschen höher. Den Prozess? Prozess, genau. Ich habe hier zweimal Game-Overlay. Das ist bestimmt von Steam. Ja, aber normalerweise ist das nur einmal. Ja, wahrscheinlich, weil wir Koop spielen, weil du einmal online, einmal offline. Kann sein, ich bin jetzt nur Vermutung. Ja, sehen wir. Auf jeden Fall habe ich das mal umgestellt. Komm, ich setze mal hier einen Countdown hin, damit du. Wie war das nochmal? Mit F oder was? Mit F, ja. Nee, warte, doch. Doch. Gregor, guck mal, der Countdown läuft. Jetzt beeil dich mal ein bisschen. Ja, warte, ich bin gerade jetzt wieder im Spiel drin. So, ist der Laser an? Nee, mach ich mal. Ich bin schon hier. Wie, du bist schon hier? Ach, du hast schon ausgestellt. Okay, alles klar. Wunderbar. Ja, jetzt müssen wir hier zusammen den Hebel. Ja, wenn du ständig rausfliegst, muss ich alles alleine machen hier. Wo war der Hebel? Da war der Hebel. Ja. Ey, drück mal den Hebel, Alter. Zähl ich bis 3. Ne, wir müssen schon wieder zusammendrücken. Ja, jetzt warte doch mal. Ja. Ich gehen. Ja, aber wir drücken genau in der falschen Frequenz. Okay. Warte. Na also. So. Na gut. Wunderbar. Da liegt sie. Ich nehme sie. Ah, ich hab sie. Ich bin der Beste. Stolz, wo Oscar. Ja, ich war schneller. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Warum schwebst du in der Luft? Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann.
Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Haben wir uns wieder gegenseitig zerstört? Nee. Ja. Wir wurden zerstört. Sah aber so aus, als ob es so sein sollte. Sein gehabt haben sollten werden können. Tun. Irgendwie so. Aber nicht so eine Scheiße. Halt dein Schnauze, Peter. Muss das denn sein? Weißt du, jetzt kommt hier wieder aus irgendeiner Ecke so ein Kommentar, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ah, also, okay, dann waren wir jetzt so kurz, dass ich keinen von dem Abschluss des Teils. Ja. Ich muss nur nach Intelligenz schneiden und dann klappt das schon. Ja. Ah, genau, stimmt, da oben war irgendwas. So, nee, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen da oben uns rausfallen lassen, damit wir auf die. Jawoll! Hier, Boy! Also, ich bin oben, was ist mit dir? Da oben. Wie du gegen die Wand knallst. Hey! Das sehe ich aus zwei Perspektiven, wie du durch das Ding durchläufst, weil du. Weil ich ja deine Perspektive auch noch einblende. Das sieht ziemlich dämlich aus. Ja. Okay, es ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Aber komm, lass uns mal nicht, nicht verzagen, Philipp fragen. Muss ich die ganze Zeit auf meinen Partner warten, oder was? Ja. So ist das Leben. Ich weiß übrigens nicht, ob das, ich hab's geschafft irgendwie, dass man sozusagen sich an einer Wand hoch, arbeitet, nur mit den Portalen. Kann ich dir vielleicht gleich mal zeigen, also es scheint, ich weiß nicht, ob das irgendwie so gewollt ist, oder ob das, einfach geht, oder ob es einem überhaupt irgendwas bringt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man halt eben dadurch, dass man Portale setzt, sich da reinstellt und dann im richtigen Moment in die richtige Richtung läuft und das an eine andere Stelle schießt, kann man sie sozusagen nach oben manövrieren. Auf die Portale. Wie so oft schaffen sie etwas, die schönen Lichtleiter. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Ach, mein Tabulator ist wieder. Ach ja, genau. Das war ja die Scheiße, wo man immer genau im richtigen Augenblick die richtige Dinge umschalten muss. Ach du Scheiße. Ja, kannst du das noch? Ah, ich kann ja auch jetzt, ich kann ja jetzt auch. Ah, nee, kannst du nicht. Komm hier hin. Auf das Weiße da, ne? Ja. Warte, musst dann am besten schon irgendwo... Ja, ich hab überlebt. Du auch? Ja. Jetzt muss ich... Ja, jetzt musst du. Gehen wir mal hier lang. Das so, ich darf einfach. Jetzt ein bisschen umsetzen, sonst fallen wir runter. Ja. Tu das nicht, bitte. Halte dich zurück. Komm gleich mal in die Kamera, dann geht die Tür auf. Das war ja eigentlich auch ganz... Ganz simpel. Ja. So, und Dennis, wie weit bist du mit deinem Haus? Ja, ich setze gerade die Türen noch rein. Muss wahrscheinlich bald fertig sein. Ich bin mal gespannt auf die Plantage. Ich würde sagen, die stellen wir auch einfach mal vor, dein ganzes Haus. Das wird ziemlich schwierig mit der Plantage, weil ich muss dann die ganze Zeit runterlaufen, um das Wasser zu holen. Läuft das jetzt gerade irgendwie, dass du einfach nebenher spielst und das dann nachher zeigt? Ja, ich würde einfach mal sagen, Nee, wir zocken nicht. Ja eigentlich, zocken wir ja auf dem Server vom Ravi und ich habe halt nur nebenbei mein eigenes. Also mein Bruder ist wieder offline. Das ist natürlich schade, wo ich gerade was am Erzählen war, was sehr interessant war. Oh Gregor, er wollte dir was erzählen. Da hilft ja nichts, ich muss ihn abballern. Ach komm, tut es. Ich versuche mal das Rätsel allein zu lösen, weiß er wieder. Das tut mir echt leid, aber das ist einfach... Das ist ja kein Let's Play, das ist ein Let's Repair. Ja, Let's Repair Skype. Weißt du was, ich setze jetzt mal dein Portal da weg. Ich mache jetzt mal selber hier. Warte, jetzt bin ich wieder da. Das genau, war jetzt also ich muss... ganz so intelligent. Nee, pass mal auf, was ich jetzt mache. Ja, das war jetzt auch sehr intelligent. Wenn du durch das Ding durchfliegst, ist doch dein Portal weg. So, ich setz das für dich. Tu das bitte. So, jetzt kann ich, das Portal einmal... da ist ein Knopf, was soll ich mit dem Knopf machen? Ach, ich muss hier durchlaufen und dann den Knopf aktivieren. Gut. Und dann setz das mal bitte runter, das rote Portal, setz das mal bitte... ...dahin. Danke. Jo. Kein Problem. Immer wieder gerne. Es muss hier irgendwo ein Würfel runterfallen. Ja, da ist er. Der Würfel ist übrigens eine Kugel. Ja, okay. Aber ist ja das gleiche. Ah! Was war?
Was hast du denn gemacht? Ich hab nichts gemacht. Achso, ich hab mein eigenes Portal umgesetzt. Ah, ich Idiot. Au. Warte. Nochmal. Okay, danke. Ich muss hier oben drauf, ne? Jetzt kannst du auch. Ah, ich muss dich jetzt gleich da hochleiten. Nein, ich kann das selber. Sicher? Ja, sicher. Versuch es. Du hängst da oben, ist gerade für mich. Ja, hä? Für mich auch. Das sah gerade sehr scheiße aus. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Also irgendwie leckst du dich mehr durchs Spiel, als dass du spielst, aber... Ja, aber Hauptsache funktioniert, ne? Ja, kann ja nicht schaden, ne? Lecken wir uns mal. Jetzt werde ich wieder zerlegt. Ihr Forschungspartner. Ich finde, der Gelbe, der läuft so scheiße, das sieht so behindert aus. Wie so ein. Weiß ich nicht, wie so ein Milchshake, der geschüttelt wird. Mir wieder ein wenig Freude bereiten. Das hat jetzt sehr viel Sinn gemacht. Euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Auch nichts, gar nichts. Mein Spruch oder was? Ja. Der hat Sinn gemacht. Milchshake, dein geschüttelter. Also ich muss dahin, komm mal zurück. Jetzt musst du deins da hinsetzen. Mhm. Und dann anderes. Richtig. Richtig. Kann es sein, dass wir bei diesen Rätseln damals lange gebraucht haben? Ja, kann es sein, dass wir jetzt ziemlich schnell sind. Ja. Es ist die Frage, wird das. Guck mal, wird diese Schranke. Ah, nee. Die Menschen sperrten diese. Guck mal, wir sind jetzt, wir können durch die Schranke, durch die Laserstrahlen hier durch. Sie dafür viel mehr auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach. Warte, setz einfach das. Wow. Ja. Das hat mich auch nur kurz gedeckt, aber egal. Minimal. Warte, Würfel werden dann nicht zerstört, wenn man selber da durchgeht. Nur wenn die. Doch. Sind, ne? Alles wird zerstört. Ja, aber ich meine, nur wenn die durch das Ding, ja. Aber ich meine, wenn du in der Testkammer durch so ein Auflösungsfeld läufst, dann lösen sich Würfel und sowas nur auf, wenn du die mitnimmst. Aber Portale lösen sich immer auf, ne? Genau. Ja. Richtig. Ich kann ich meinen T-Flipflop noch verbessern? Einer meiner besten Tests. Gott, und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Unwissenschaftlich. Guck mich nicht an, ja? Also, wo müssen wir hin? Ah! Oh, das war knapp. Was ist das? Das noch. Ah, das lässt da was fallen. Das heißt, da und da. Und dann schnell. Vielleicht sollte ich mich einfach da hinstellen, Gregor. Drück mal auf den Knopf. Warte kurz. Ist das verwirrend gerade? Ist das verwirrend? Was ist das denn? Keine Ahnung. Aus meiner Perspektive, da ist einfach so ein Portal mitten in Luft. Wo? Guck mal, an meiner Perspektive, siehst du diesen gelben Ring? Nee. Der ist ja, bei dir. Ich hab hier einfach einen gelben Ring, der einfach mitten in Luft schwebt. Nee, hab ich nicht. Da ist bei mir der gelbe Ring. Das ist der Glüh-Effekt vom Portal, der sitzt einfach irgendwie 5 Meter falsch. Dann sieht alles normal aus. Drück mal auf den Knopf. Was ist das? Solltest du ihn vielleicht auch fangen. Ja, ich hab eh gedrückt, aber ich hab auch so den zweimal gedrückt, hab ich ihn wieder fallen lassen. Clever. Was warte. Ist das für ein scheiß Glüh-Effekt-Fehler? Warte. Das sieht total behindert aus. Wo müssen wir überhaupt hin? So, ich sitze jetzt hier verwirrt. Sicherer? Müssen wir nach oben einfach. Erstmal. Oder? Nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Du musst. Setz mal hier dein Portal. Kann ich das da draufsetzen? Ja. Einmal muss dein Portal dahin. Warte, da. Nein, da muss ein Portal hin. Wo? Was? Da. Verdammt. So, doch, genau. Und da oben muss eins hin. Nein, guck mal, warte kurz. Ich setze jetzt mal da eins hin und hier eins hin. Geh mal durch. Ja, der ist bitter. Und jetzt musst du da eins hinsetzen. Ach